Verwirrend. Oh ja, bitte aus dem Eiswasser raus. Boah, da wird selbst mir kalt. Du hast also überlebt. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so? Sollte ich alt erzählen? Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Nein, ist eh nur Zeitverschwendung. Bin bloß froh, dass das erledigt ist. Will nichts mit euch zu tun haben. Dann au ab. Tschüss. Tschüss mit Ö. Okay, verlass die Kapelle. Ich bin ein bisschen fertig. Achso, nee, hier geht's gar nicht lang. Das ist gerade sehr viel Information für mich. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da rein und irgendwie Alte reinbringen. Ah, damit sie die kaputt machen kann, ne? Und dann sind wir hoffentlich... Nee, stimmt schon. Dann sind wir hoffentlich aus... Dann sind wir Johnny los. Aber eigentlich will ich Johnny nicht loswerden. Johnny ist cool. Bist sicher ziemlich enttäuscht, ha? Ich schwurbe schon wieder. Wovon? Dass du mich nicht kalt machen kannst. Nicht meine Entscheidung. Wusstest du, was Brigitte von Alt will? Oder warst du für die Info nicht wichtig genug? So wie beim Biochip. Du willst mich provozieren? Willst du das für schlau? Bingo. Gelingt es mir? Ich habe einen Katana. Bist sicher ziemlich enttäuscht. Nein! Mach doch die Tür auf. Fuck. Upsala je. Das muss von außen ja relativ lustig ausschauen. Warum rauche ich denn jetzt? Warum schwebt da eine Zigarette vor meiner Nase? Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla bla bla. Arasaka ist scheiße. Bla, Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Und vor dem Kaputtmachen wie zu genau dem gemacht, was Johnny ist und in den eigenen Körper ohne Johnny wieder einsetzen. Genau. Johnny und sie werden eine Person, ja, ich befürchte das was. Ich rauch doch nicht. Ja. Tolles Ansatz. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaube, wir kommen schon klar, wenn's sein muss. Solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Aber ich mag dich nicht mal. Zerkeilt einfach. Du glaubst, der Zerkeil legt alle Mitte. Also, bereit? Ich mag ihn eigentlich. Ich glaube, ach, scheiße. Ich habe jetzt so die. Ich, du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verluste eine Atombombe hochgejagt. Ich war auf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Hab Saka genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Ich habe jetzt immer Angst bei jeder Entscheidung, die ich treffe, dass die uns umbringt. Geht's dir um das Ausmaß? Wir verdienen einander. Oh, fuck.
Komm, wir hauen ab. Guter Punkt. Wir passen wohl gut zusammen. Nein, wir sind ganz unterschiedlich. Was ich im Saka Tower getan habe, bereue ich kein Stück. Das kannst du deiner Oma erzählen. Ich glaub dir kein Wort. Was weißt du schon? Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende. Das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Hm. Ja, vielleicht. Es läuft darauf hinaus, ob du sympathisierst und wie er wirst oder eben nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen, damit ich ein Scheißende krieg. Als du gestorben bist. Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Das ist Cyberpunk, es gibt kein gutes oder schlechtes Ende. Nur eins, wo mehr sterben oder eben weniger. Ich bin der Meinung, es gibt auch ein gutes Ende. Komm, wir hauen ab. Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur in Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Haha. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinandernehmen. Umprogrammieren. Wir haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner, gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen. Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Sie nehmen dir das Recht zu sterben. Genau wie bei Leuten, die an Beatmungsgeräten hängen. Verdammt. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen. Und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Verdammt. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Nee. Weißt schon, dass du mit mir genau das machst, was Arasaka in Mikoshi tut? Ja, ich weiß. Deshalb bringe ich das in Ordnung. Okay. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Scheiße, nicht gut. Ja, wieder eine Fehlfunktion entdeckt. Muss ich jetzt echt warten, bis Takemura mich nach einem Tag anruft? Journal. Yo. Okay. Aber ich hab Levelaufstieg. Cyberdeck Speicherkapazität, Schaden von Quick Hex. Da von Quick Hex. Kritischer Schaden. Okay, ich nehme einmal das. Voila. Reflexe. Konstitution. Kunis. Ich nehme doch mal Konstitution. Was haben wir hier noch? Beim Zerlegen eines Items. Was haben wir? Techie. Kannst du von Drohnen, Max und anderen. Okay, nein. Zurück. Reflexe.
deinen Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um. Das klingt doch nicht schlecht. Stell Nahkampfangriffe mit Gewehren und Maschinenpistolen für nee, verringere die Zeit zum Ziel mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%. Klingen. Die das Angriffstempo. Schaden. Defensive. Okay. Technik birgt immer Achso. Der Enemy zeigt dir aber auch sehr gut die Gefahren davon. Was in der Mama so. Brauchst du ja manchmal nur rumschauen, wie manche nur auf ihr Handy starren müssen und dann auf deine Pistolen, wenn sie an dir vorbeilaufen. Ja, das sind die Smartphone. Zombies, glaube ich, heißen die. Smartphone-Zombies. Warum ist eigentlich meine Gesundheit auf Null? Warum habe ich nichts mehr ausgerüstet? Dürfte ich das mal kurz erfahren? Na doch, hier habe ich noch was ausgerüstet. Da kann ich es einfach nur nicht hernehmen. Aber ich könnte mich mal... Der sieht doch voll bescheuert aus. Nee, da habe ich lieber weniger Panzerung, weil das sieht ja richtig bescheuert aus. So, ich habe neue Oberteile. Die hat mehr Panzerung. Oberteil. Ist alles weniger. Du. Ausgerüstet, jawohl. Ist auch genügend. Oh, da habe ich was Ganzes. Virtueller Overall. Im Cyberbase sieht keine deine Real-Life-Klamotten, okay. Die haben noch Panzerung. Oh. Und ich bin... Das ist tatsächlich der Spielfortschritt. Nein. Ich kann auch meinen Wagen nicht holen. Muss ich jetzt... Kann ich nicht hier auch irgendwo warten? Warten, da. Wow, ich hätte einfach zurückgehen können. Alles klar. Danke, Mutter. Ruf mich an! Was wieder Bartmaus? Kann ich nicht einfach Takemura anrufen? Takemura, da. Der geht nicht ran. Bist du ein Sack? Echt jetzt? Und warum kann ich mein Auto nicht rufen? Wo bin ich eigentlich? Mann, der hat mich hierher gefahren. Ich hab doch keine Ahnung, wo ich bin. Manometer, ey. Aber ich habe doch jetzt einen Tag gewartet. Warum hat mir der denn immer noch nicht angerufen? Da wird geschossen. Okay. Ich halte mich da mal raus, ne? Aua. Dankeschön. Ich glaube, da bin ich einen Querschläger getroffen. Geht das echt so nicht? Okay, nein, den muss ich anscheinend erspielen. Alles klar. Journal. Was ist das denn? Triff dich mit Panam. Triff dich mit Elizabeth Palace. Ich könnte auch mal... Fahrzeuge. Aber so lol. Ich habe sogar 23k. Klar, das sind 32k. 37, 22. Da darf ich mir eine Belohnung abholen. Aber ich darf mir schon wieder kein Auto kaufen.
kein Auto herrufen. Warum nicht? Der will jetzt nicht wirklich, dass ich da... Kann ich das... Stop. Oh ja, das ist doch nicht... Aua. Wow, echt? Du hast mich überfahren? Verscheißerst du mich? Geh raus da. Ja, du mich auch. Du hast mich angefahren, du Nuss. Aha. Du mich auch. Geh weg, sonst überfahre ich dich und dann verfolgt mich die Polizei. Ich wollte nur dein Auto. So, dankeschön. So. Das ist allerdings kein schnelles Auto. Und ich bin irgendwie auf der Gegenfahrbahn. Hoppala. Oh, ich hasse Autofahren. So, lass mich mal durch hier. Aber es ist cool, weil es hat 6 Reifen. Entschuldigung. Echt jetzt? Ach so, lol, ich muss ja da sogar rüber. Hoppala. Ich finde es immer noch cool, dass sich die Autos alle unterschiedlich steuern lassen. So, da vorne muss ich wahrscheinlich jetzt... Ey, ich habe nicht ein Auto angeditscht, ja? Möchte ich mal kurz anmerken. Ich bin einen perfekten Slalom durch. Was? Die klaut ein Auto, dreht um 180 Grad auf der gleichen Fahrstrecke und wundert sich, als 20 Autos entgegenkommen, als er auf der falschen Straßenseite fährt. Ja! Ist halt so. Außerdem habe ich mich nicht gefragt, dass ich auf der falschen Fahrseite ist, sondern ich habe mich gewundert, dass ich noch nicht drüber gefahren bin. Warum ich das nicht schon längst erledigt habe. Autos geht auf die Seite, ich muss hier durch. Also total unkooperativ von dem Spiel, dass es mir immer wieder die Kamera nach unten lenkt, damit ich schön fett, Entschuldigung, schön fett diesen Spruch da die ganze Zeit im Blick habe. Ich will nicht sehen, dass ich zur Riders Klinik fahre. Ich weiß, dass ich da hinfahre. Aber die Schrift bedeckt mir dezent viel meiner Aussicht. Entschuldigung. Oh Mann, jetzt. Jetzt bin ich doch da durch. Es lief gerade so gut. Die verdeckt mir dezent die Sicht von meinem Fahrtweg. Echt jetzt? Wir haben hier Stau? Warum haben wir den Stau? Fahr doch weiter. Wir müssen mitten auf der Straße stehen. Schieß Fasken sind heute wieder überragend. Hey! Die waren noch nie gut. Egal in welchem Spiel. Aber ich komme immerhin im Ganzen an meinem Ziel. Und ich habe noch kein Auto komplett geschrottet. Aber das schleudert wenigstens nicht so wie die anderen. Das machen bestimmt die 2 zusätzlichen Reifen. Du musst doch jetzt irgendwann dann rechts, ne? Hier! Naja, fast. Da. Jetzt muss ich doch dann links, oder? Na, hier noch nicht. Hier aber. Eingehender Anruf. An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Noch nicht. Hey. Da ich will mir... Okay, ich glaube, das geht dann... Okay. Das ist eine Unterhaltung, die ich von Anfang an mitverfolgt habe. Was hast du so? Such was aus.
Okay, und wo ist jetzt meine Belohnung, die ich krieg? Da habe ich 11 verfügbare Items. Okay, davon kann ich gar nichts ausrüsten. Mikrogenerator. Fällt deine Gesundheit auf 5% wird ein Elektroschock freigesetzt. Der Schaden in Höhe von 20% des maximalen Gesundheits des Gegners verursacht. Entschuldigung. Ah, das ist anscheinend kostenlos. Blutpumpe. Okay, was haben wir hier? Ja, der Schaden bedeutet, dass ein großer Elektroschock abgesehen wie in der Nähe trifft. Oh, ich stehe meistens schon oft in der Nähe von Gegnern, ne? Nervensystem. Die Zeit 2 Sekunden und 5 Sekunden, wenn ich merke, Blinkzeit. Sagen wir hier. Die Panzerung um 20%, das ist nicht verkehrt. Was haben wir da? Skelett. Das ist auch nicht verkehrt. Und diese Eisen kommen so 20 Street Cred. Okay. Was sagen meine Hände eigentlich noch? Tattoo Tiger Claws. Oh. Nutzung von Smart Zielerfassung. Okay. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Smart-Waffe. Okay. Damit glaube ich. Hä? Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man es nimmt. Aber auch noch, weil das Spiel das nicht zulässt, sondern du komplett schrotten kannst. Gar nicht wahr, das kann in die Luft fliegen. Das war der falsche Knopf. Aber... Mit der Belohnung im Ripperdog-Inventar von Cassius Riders. Habe ich irgendwas übersehen? Jetzt hast du was bekommen, oder? Was meinst du mit was bekommen? Achso, nee, die muss ich mir irgendwo noch abholen. Die habe ich mir anscheinend noch nicht abgeholt. Aber ich bin gerade, glaube ich, einfach ein bisschen zu doof, das zu finden. Vor allem weiß ich nicht mehr, welche Belohnung es war. Bei den Armen war auch alles nichts. Da war auch nichts. Nervensystem. Tabula rasa. Stellt sämtliche ausgegebene Vorteilspunkte wieder her, sodass du sie neu verteilen kannst, lol. Jetzt. Ach, das Item. Okay. Das war's. Ja, Takemura hat mich immer noch nicht angerufen. Was haben wir denn noch? Das ist Panam, ne? Elizabeth. Ach ja. Judy. Die wollten wir ja auch noch treffen, ne? Da war ja was. Guten Tag. Da ist mein Auto. Also, mein Auto. So. Entschuldigung.
So ein wunderschönes Spiel. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, was mit Elizabeth, ne, los ist. Ja, da müssen wir. Neues Gebiet wird betreten, Kapuki. Ich war doch schon in Kapuki. Schon ein paar Mal, glaube ich sogar, oder? Halt! Stopp! 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 Ich bin da. Guten Tag. Hoppala. Hallo. Ach so. Man muss natürlich klingeln, Entschuldigung. Der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dank umzubringen. Ich war nur eine Stunde weg. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Hoppala. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Gib dir nicht die Schuld daran. Das bringt nichts. Ich hätte merken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Hey, du konntest sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Sie hat sich so entschieden. Hätte so oder so einen Weg gefunden, mit Sicherheit. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Ich finde die Frage, hast du den Puls gecheckt, irgendwie gerade total bescheuert. Deswegen werde ich die nicht fragen. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Oh Mann, ey. Willst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Ach, halt's Maul, Johnny. Ja, ich muss einen Unfalltod melden. Unfalltod. Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Morgen? Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde Was ist los, Johnny? Vom Trauma-Team für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Okay, ich muss hier drin warten. Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt. Sie sind gleich hier. Bella. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Willkommen in Night City. Wo deine Adresse mehr über dich sagt als alles andere. Sie hat geschaut, ob sie Puls hat. Sie hat sich praktisch den Puls rausgeschnitten. Ich glaube, das ist unnötig. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Ja. Mach die Tür zu, wie. Ach so, Entschuldigung. Bitte.
Du rauchst nicht, Fräulein. Hast du eine Kippe? Das habe ich. Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Jetzt sitze ich bestimmt da. Rauchen ist ungesund. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Das wusste ich leider nicht mehr. Hupsi. Und einmal die Haare angezündet. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Also wäre das echt, würde ich die Antwort nehmen. Bei so einer Situation weiß ich nie, was ich sagen soll. Aber nachdem wir Ausmalmöglichkeiten haben... Ich kapier's einfach nicht. Hätte nie gedacht, dass Evelyn einfach hinschmeißt. Hey, was sie durchgemacht hat. Einfach hinschmeißen sieht anders aus. Weißt du noch, dass Fingers meinte, F war 4 Tage bei ihm? Mhm. Ich erinnere mich. Sie ist eine Woche vor deinem Auftauchen aus dem Clouds verschwunden, hat mir Tom gesagt. Das macht mich fertig. Ich denke mal, was hat sie in diesen 3 Tagen gemacht? Also habe ich in ihren Virtus nachgesehen. Und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Warte, du hast mehr Aufnahmen gefunden? Hab mir die Defekten nochmal angesehen. Viel Gerausche. Schwer, da was zu erkennen. Aber dann stieß ich auf ein Echo unseres Streits. Bei unserem letzten Treffen. Aber ich wusste, dass sie den nicht aufgezeichnet hat. Aber warum war es dann eine Virtu? Ich hab keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat sie sich erinnert. Und wiedererlebt. Das Implantat war vielleicht an. Du weißt schon, als Abwehrmechanismus. Flucht in die Vergangenheit, um der Gegenwart zu entkommen. Mensch, die macht dich ran an Judy. Du würdest das Spiel zulassen? Was hat Woodman mit ihr angestellt? Hast du es gesehen? Und ich wünschte, ich könnte es löschen. Oh, wusste nicht, dass der Kerl so ein Monster war. Sah aus wie ein schmieriger Durchschnittstyp. Alles nur Fassade. Ich kannte ihn, wusste aber auch nicht, dass er so krank im Kopf ist. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Wie ich sofort gemacht, wer das Game zulässt. Schon ein lecker Mädel, die Judy. Ich muss sagen, die ist auch echt mit einer der hübschesten Charaktere in dem Spiel. Sicher, dass du nichts brauchst? Nein. Aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay?